Weil er... Ah, fuck, er muss pre-ing kann. Okay, er hat den Key eingesetzt. Also hier, ich bin, ne, mit einer Random-Gruppe hier gerade drin. Wie man sieht, Russen, Engländer, irgendwas. Und, Ah, fuck, wir haben da instant eine Tusse drin. Fuck, ist der gerade raus? Nee. Okay, der ist auch noch rausgekommen. Sag mal, die Dings hier noch drin. Oh, fuck. Der Mage schreit halt instant nach Big Pull, ne? Na gut, der hat auch ordentlich reingelanzt. Der eine ist erstmal abgeraucht und bei mir war es echt knapp, ne? Komm, scheiß drauf. Fuck, jetzt habe ich mein Trinket nicht rausgezogen. Ich bin so ein Shitter, ne? Ich habe es extra angelegt. Komm. Und habe es jetzt nicht rausgezogen. Ich habe extra mit dem Dings Trinket. Also die hätten wir jetzt auch noch dazu pullen können, ne? Das wäre jetzt kein Stress gewesen. Die kannst du auslassen, also die willst du eigentlich nicht spielen, die Tusse. Eigentlich kannst du die dazu pullen. Orientieren wir sie mal. Es stehen halt alle in Melee-Range, wie ich das hasse, ne? Warum muss der fucking Mage in Melee-Range stehen und... Weißt du, du hast halt Volcanic, ne? Volcanic ist halt der einfachste Trade, den du haben kannst, ne? Es ist halt so... Bloß wenn du halt mit allen gestackt stehst, dann ist es halt relativ... Also, ne? Dann kommt der Kack halt einfach in Melee-Range. Das muss halt... Also, du machst es dir halt einfach unnötig schwer... So, die können wir hoffentlich auch auslassen. Also ich hätte jetzt auch vorher in diesem Method Dungeon Tool, hätte ich mir vorher... Warte, wie viel mehr Schaden machen die? Ja gut, der Druid hat's runter. In dem Method Dungeon Tool hätte ich mir auch vorher die Route anschauen können. Das wäre wahrscheinlich sinnig gewesen. Wir können da hoffentlich vorbeilaufen. Naja, wir können da vorbeilaufen. Okay, da hinten ist die Tides-Tusse drin. Ach komm, ernsthaft, wie konnte man denn die jetzt adden? What the fuck? Wie? Wie haben wir die jetzt bitte schön geedit? Ach komm, können die Leute nicht aufpassen? Das ist doch unglaublich. Also, das gibt's doch nicht. Wie kann man... Ich war jetzt halt schon um die Ecke. Und dann werden die halt noch geedit, die Gruppe. Da hast du dann halt gleich ein paar Tote, ne? Ist halt übelst ätzend. Ja, jetzt hast du halt 4 Tote schon in dem Run, ne? Das wird jetzt keinen riesen Ausschlag haben, aber ist halt echt unnötig. Vor allem jetzt haben wir halt ewig viel Trash, den wir nicht brauchen. Ich habe extra die Kleinen dazu gepullt. Vorhin. Hier ist teilweise Volcanic ein bisschen fies, weil du mit dem Schrottzeug echt scheiße die Vulkane siehst. Siehst du, da war, glaube ich, ein Vulkan unter dem Schrottding, weil die ganz am Boden sind und durch die Schrottteile versteckt werden. Fuck, jetzt haben wir halt nochmal hochgestackt auf den Triple Stack, ne? Ah, da muss ich jetzt gucken, dass ich gut rauspull, weil die Tusse wollen wir nicht triggern. Das könnte jetzt teilweise, das könnte jetzt ein Ticken ek... Ah, okay, die ist nicht getriggert. Die darfst du halt jetzt echt nicht triggern, sonst wird es halt ätzend. Lieber mal schön weiter den Typen dahinter, weil wir müssen ein bisschen moven gleich, wegen dem Schild unter anderem. Und, oh fuck, jetzt wäre ich fast in das Volcanic von dem anderen Dude reingesprungen, ne? Knapp war's. So, bitte trigger die scheiß Tusse jetzt nicht, ne? Weil das wird, wenn wir die Tusse triggern, das wird... Ah, fuck, jetzt stehen wir natürlich hier im Dings drin. Das war jetzt nicht so gut. Lass lieber hinten rumgehen. Dann hast du halt gar keinen Stress. Können wir jetzt die Mobs ranpullen?
Fuck, ich muss mir den Heiler wieder ins Ding nehmen. Warte, komm, ich heile mich jetzt mal hoch. Weil es kann sein, dass er wie vorher rumbuggt, ne? Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ich habe Inka wieder ready, ne? Sehe ich gerade. Ich spiele in letzter Zeit nicht mehr mit Inka, aber ich dachte mir, weil hier so viele Trash-Mob-Gruppen sind, ist es vielleicht sinnig, mit Inka zu spielen, aber dann muss ich sie halt auch ziehen. Es macht halt keinen Sinn, Inka reinzunehmen und sie nicht zu ziehen. Ja, natürlich, aber ist jetzt nicht so großartig schlimm. Dafür nutzt er sein Beam noch. Ich hoffe, dass die jetzt... Fuck. Ja, das ist jetzt echt ungünstig. Ich kann jetzt halt da hinten keiner interrupten, ne? Wir halt. Komm. Jetzt kriegen wir halt den Großen auch noch. Hütet euch. Dürfen halt bloß den einen nicht triggern. Warte, komm, jetzt machen wir die Heilung. Der Heiler ist fast down, der muss sich selber heilen. Ich bin halt komplett voll, mich selber hochgezogen, der Heiler kriegt übelst auf die Fresse. Ich zieh die jetzt da hinten rein, dass wir nicht triggern. Jetzt hat alles, ja genau, lauf in die, ja, jetzt ist er desorientiert. Lauf in die Void-Fläche rein. Das macht Sinn, Bro. Der DH ist schon so ein richtiger Skiller, ne? Das ist riesig, also gut, ich war vorhin auch drin gestanden, ne? Also ich bin auch nicht frei von Fehler, aber er war halt draußen gestanden und rennt in die Fläche rein. War ein bisschen unnötig. Also wir haben jetzt schon einen Haufen unnötigen Trash gemacht, ne? Richtig unnötiges Zeug. Ach, warte, mit den Kleinen müssen wir noch, oder? Ne, passt. Also wenn wir jetzt gut sind, können wir quasi, die brauchen wir nicht. Darfst jetzt halt bloß nicht links und rechts adden, ne? Es ist hier alles easy peasy, solange du nicht Scheiße baust. Weil da hinten stehen welche, da stehen welche, hier stehen welche. Wenn du jetzt hier Kacke baust, ist richtig ätzend. Hier den einen noch. Heiler hat Mana. Kann sie halt nicht. Hütet euch. Alter, es kickt halt die Tusse keiner. Ich baller mich übelst selber weg. Ich musste jetzt interrupten, da reinlaufen, interrupten. Ja. Hallo, fucking Mage. Kick den halt zurück, keine Ahnung. Hast du diesmal einen Range dabei? Das passiert nichts, ne? Ich muss halt in die. Also, das Problem ist, wenn dieses Schild da ist, ne? Wenn dieses Schild-Tide da ist, dann hast du halt die Geschichte, wenn du damaged und in dem Schild stehst, dann kriegst du das selber rein. Also, du kriegst halt übelst auf den Latz, wenn du in dieser Fläche stehst. Aber ich musste da jetzt reinchargen, dass ich den einen interrupten konnte. Sonst wäre man am Eisblock gelandet und das ist auch nicht viel besser. Deswegen muss halt eigentlich einer auf diese Tusse draufschießen und dann wird die halt immer weiter nach hinten genockt und dann ist es halt, also die macht eigentlich gar nichts, bis auf das Schild, ne? Und das, wenn aber Mobs drinstehen, ist das halt nicht gut. Holy moly. Bis hierhin war es jetzt schon echt eine haarige Angelegenheit. Super, jetzt ist mein Dings jetzt wieder ready dann, ne? Mana hat er soweit. 3, 2, 1. Jetzt könnte ich halt Dings hier ziehen. Also ich spiele jetzt halt in der kompletten AE-Death-Skillung quasi. Also Single-Target werde ich halt fast gar keinen Schaden machen. Ah, warte mal, es war dumm, mein Trinket jetzt hier zu ziehen bei dem Boss tatsächlich, ne? Weil jetzt kriegt er mehr Schaden. Ah, das war... Ah, nee. Ich bin ein Vollidiot, merke ich gerade. Weil jetzt wird mein Trinket 150% mehr Damage machen, ne? Ah, ah, ah. Es ist gerade so ein bisschen die Erkenntnis gereift. Warte, hat er jetzt 30? Ah, oh, fuck it. Ich habe ihn nicht weit genug weggezogen. Ja, gut. Wir haben keinen Boss-Buff. Alles easy. Ist eh so schnell down. Hütet euch. Ja, scheiß drauf. Der ist jetzt eh gleich tot. Sonderlich weit brauche ich ihn jetzt nicht mehr ziehen. Natzen jetzt einfach tot, er hat eh Stacks.
Ich habe jetzt extra nichts von meinen CDs auf Single-Target gezogen. Dann kann ich nämlich jetzt gleich ordentlich reinwemsen. Oh, wir haben die Tusse. Aber die spielen wir nicht. Ich pull die raus. Also ich sage euch jetzt schon, dass jemand die Tide pullen wird. Und dann bist du nämlich richtig gefickt hier mit Trash-Buff und Tusse, ne? Die hier... Hier kannst du nämlich echt scheiße LOSen. Und vor allem, wenn du mit Volcanic LOSen willst, stellen sich alle hinter die gleiche Säule und das ist richtig ätzend. Ich wette mit euch, die wird werden. Okay, also noch hat sie keiner geaddet. Das halt nicht dahin laufen. Weil du musst halt hier ein bisschen ausweichen und moven, ne? Das ist halt die Geschichte da. Wenn du halt abgefuckt moves und das vibe dich halt ziemlich schnell, ne? Wenn die Tusse da oben... Jetzt sieht's gut aus. Fuck, ich häng dem Dings drin. Fuck! Ich wollte aus dem Volcanic rauslaufen, aber bin seitlich in den Bohrer reingebackt, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Aber deswegen habe ich mein Trinket, ne? Hast du gesehen, ich war irgendwie nach dem Volcanic, war ich unten auf 100k, habe ich mein Trinket gezogen, wieder fast voll. So dieses Oh-Shit-Ding. Okay, aber es hat keiner die Zeit gepult, ne? Also die Putt, die ich jetzt eben geholt habe, die brauchst du auch nicht unbedingt, ne? Also die ist jetzt... Ja. Wir können halt jetzt hier nicht weit hintergehen. Das ist das Problem an der Geschichte. Die muss gut genockt werden. Oh, bitte, bitte die Tusse zurück. Sie kommt halt komplett durch. Das ist, weiß ich nicht. Ich kann halt nicht draufkleben. Ich kill mich halt selber und dann kann ich nicht antanken. Das Problem ist, der Mage, der will halt einfach nur reinbomben. Die Melees können es nicht machen und dann müsste halt der Heiler irgendwie machen. Und das ist halt auch eher suboptimal, wenn es der Heiler machen muss. Alter, dieses Zeug hier, ne? Richtig ätzend. Jetzt können wir eigentlich hochgehen. Dann können wir die Tusse nicht pullen. Warte, komm, machen wir die Heilung rein. Dafür haben wir sie. Der Mage, der macht guten Schaden, da kannst du nichts sagen. Also sobald es um E geht, ne, der will reinwemsen, aber er muss halt, oder einer muss halt die Tide machen, ne? Wenn dann er oder der Heiler. Ich kann das Tank mit Mondfeuer theoretisch auch drauf schießen, aber dann kann ich die Viecher nicht antanken. Das funktioniert halt eher so semi. Ja, da steckst du dich halt ordentlich, ne, hiermit. Hat der Heiler ein Mana? Geht so. Da oben kommt halt die harte Gruppe. Da kommt die harte. Oh fuck, warum interruptet denn keiner? Er könnte halt easy releasen. Ja, er kann halt einfach Mastern reinmachen. Ich habe jetzt mein Desorientieren schon raus, mein Interrupt habe ich raus. Jetzt habe ich noch Knockback, also fürs nächste Ding, das war's dann. Dann ist Feierabend. Dann haben wir nichts mehr. Sieht's mit der Zeit aus? Ah. Fuck, ich muss eigentlich Wut pre-stacken hier für die nächste Gruppe. Weil die wird haarig. Das ist halt die härteste Gruppe in der. In dem Laden, ne? Komm, da dingt sich jetzt für. Ja, das. Dafür ziehe ich halt, habe ich jetzt die Inka gezogen.
um hier gut gegensteuern zu können. So, jetzt ziehe ich mein Trinket, mein Halt-Trinket. Jetzt habe ich dann noch die, das andere, quasi mein 2-Minuten-Trade. Also mit beiden kann ich mich mehr als halb vollziehen. Das ist halt echt gut. Wenn ich beides drin habe, ist halt, bin ich halt schon einigermaßen safe. So, jetzt lasse ich mich noch einen Ticken droppen. Okay, jetzt hauen wir es rein. Bin wieder komplett voll. Jetzt habe ich noch 2 Aufladungen von Dingen. Und meine beiden Walls habe ich halt auch noch. Ja, die müsste ich auch. Ich müsste Wall eigentlich auch offensiv ziehen, weil ich habe einen Trade drin, dass ich mehr Stats kriege, wenn ich Wall gezogen habe für ein paar Sekunden. So, die Dinger brauchen wir nicht benutzen. Okay, er haut sie halt drauf. Ach, scheiß drauf, lass den Case cleaven. Fuck off, ganz ehrlich. Also es ist halt kein Boss-Buff, ne? Fuck, das ist natürlich genau ein Eingang. Und wer hat sich schallern lassen? Der Mails hat sich wegschallern lassen. Gut, ist natürlich auch fies. Lol, die haben alle geroutet? Ja, jetzt in Combat brauchst du auch nicht mehr routen. Okay, jetzt. Und wer lässt sich wegschallern? Oh. Ach. Hütet euch. Hat sie das. Ach komm, Leute. Alter, was machen sie denn? Ich glaube, mit denen. Hätten wir die Ads lieber alle zählt. Also eigentlich sind die Ads hier ohne Boss-Buff ziemlich schnell down. Und du musst nicht die CC-Kacke machen. Also eigentlich, zumindest kenne ich das so. Aber anscheinend, ja, hätten wir sie doch lieber CC'd. Wenn ich das hier so sehe. Ich glaube, ich habe bei dem Boss ja noch nie Schwierigkeiten gehabt, egal was für ein Key ich gelaufen bin. Also selbst wenn Boss-Buff ist, ne? Mal 2 Leute verloren, das ist schon echt kacke. Na komm, jetzt ziehen wir nochmal hier Trinket drauf. Aber Ding hebe ich mir auf. Also, ne, ich könnte natürlich auch Inka bei einem Boss ziehen. Das geht immer, aber ist halt ein bisschen gewastet, weil technisch macht es halt viel mehr Sinn. Ja gut, wir haben jetzt noch 20 Minuten, also ich glaube, das müsste schon eine In-Time-Geschichte werden. Da müssten wir es jetzt richtig hart verkacken. Also richtig, richtig, richtig hart verkacken. Ja gut, danach brauche ich halt nur noch 2 andere Instanzen auf 15, dann habe ich sie alle. So, fahren wir ein bisschen Lore. Rest please. Warte, der spawnt doch da instant, oder? Wenn er wiederbelebt, immer beim letzten Boss. Das ist halt die Frage, wie rum wir gehen. Also da ist eine Tide, das willst du nicht spielen. Die Pull. Oh. Ja, das ging gut. Das ist teilweise echt immer ein bisschen ätzend. Also hier der Weg, ne, ohne TS, mit komplett Randoms. Ich habe hier schon erlebt, dass alles abgeräumt wurde. Tutti, kompletti, der ganze Laden. Und dann wird's richtig ätzend. Haben wir halt einen Vierer-Stack, ne? Oh, das latzt die Leute. Alter Schalter. Fünfer-Stack, ne? Siehst du mal. Das ist halt, ja. Eigentlich fast einen Damage-Stop machen. Für den Scheiß, die Inka verbraucht, das hat sie eigentlich nicht rentiert, um ehrlich zu sein.
Jetzt kannst du halt gechillt mit dich durchlaufen. Jetzt kannst du es eigentlich fast nicht, also du kannst es fast nicht verkacken, ne? Da hast du auch noch eine Tide-Tusse drin. Weil diese Dinger, die hauen übelst raus. Alter, wo fliegt denn die Kugel hin? Alter, ich habe schon wieder geedit gesehen. So, hier musste gut laufen, dann ist das alles kein Stress. Ich würde da an der Stelle nicht stehen bleiben. Alter, mein Trinket gerade nochmal rausgehauen. Okay, jetzt hauen wir die Dings rein. Die Wall. Okay, du kannst halt nichts interrupten und auch stunnen, solange die Tusse drin steht. Das ist immer das Problem. Okay, nee. Das interrupten wir alles mal. Jetzt gehen halt alle gleichzeitig down. Das ist halt, weiß ich nicht. Das ist halt so blöd. Ah, fuck, das läuft halt in eine andere Gruppe rein. Oh, das Ding war halt godlike. Das vom Druid war halt godlike. Das hat er richtig gut gespielt. Das muss man jetzt echt sagen. Wenn er das Ding nicht reingehauen hätte, ne? Dann hätte der den Scheiß geaddet und dann wäre wahrscheinlich hier richtig Polen offen gewesen. Also da ist mal so ein Ursas Ding da. Ist da echt praktisch. Das ist auch eine ziemlich harte Gruppe. Also für ein Tank-Damage, ne? Weil wenn die ihren Strahl beide durchcasten, dann kriege ich so auf den Latz, dass alles zu spät ist. Aber ich habe beide Heilgeschichten. Alter, dieses Ding hier, ne? Das schafft mich, aber das ist von den Mobs, glaube ich. Ich denke immer, dass das von meinen Mitspielern ist. Jetzt mache ich meine kleine Heilung einmal rein. Und die andere habe ich noch. Und ich habe auch noch eine Wall. Also, das dürfte... Machen wir das hier noch. Mal gucken, ob ich die Wall brauche. Ich habe jetzt eigentlich nochmal... Ich ziehe Inka beim Boss. Scheiß drauf. Dann hat einer, was hat da eigentlich? 445er Aschenwindkoralle. Lololol. Einer richtig abgeräumt. Komm, ich hau da mein 2-Minuten-CD rein. Beim Boss brauche ich ihn nicht. Ist er bei zwei Mobs noch besser aufgehoben. Viertelstunde. Bei 83% Heiler. Willst du dich hinhocken? Okay, der sitzt schon. 3, 2, 1. Warte. Alter, was kriegt denn am Anfang da auf? Na gut, der Heiler hat mich halt nicht pre-gottet, weil er noch am Sitzen war, ne? Okay, ich muss... Oh, fuck, das war jetzt ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite. Komplett zugevoidet. Okay, ich muss doch ein bisschen defensiver rangehen an die Geschichte. Voller AT für den Boss. Also der Mage, der haut richtig raus, ne? Schau mal, der ist bei... Ist das jetzt hier beim Boss? Ist der beim Boss-Damage bei 80k? Hat wahrscheinlich alles jetzt hier raufgehauen. Also der Mage ist echt ein Biest. Da kannst du nichts sagen. Stell dich doch auf die andere Seite. Immer da, wo die Leute stehen, kommt der Strahl hin. Bis auf der Tank, ne? Wäre cool, wenn er dispeln würde. Komm raus da. Reparieren, das tun wir mal interrupten. Das wollen wir nicht, dass der hier durchdreht. Wird jetzt eigentlich die zwei da oben noch dazu gepult, aber hier den hat wer anders interrupt. Perfekt. Heiler hat noch Mana. Beiden ziehe ich jetzt dazu. Bin eigentlich nix.
Haben wir denn 85%? Ein paar Mobs müssen wir tatsächlich dann noch spielen. Gold. Bombenparty. Okay, wir haben beide Bomben getriggert. Ja, jetzt wollte ich da oben gerade adden. Aber ja, das sieht schlecht aus. Den können wir wegnehmen und den hier nach. Wir haben, warte mal, nee, wir haben keinen Rogue, ne? Wer ist eine Katze? Ich weiß nicht, ob man da, eigentlich kannst du da mittig durchlaufen, wenn es gut läuft. Jetzt hier müssten wir eigentlich vorbeikommen. Bombe noch machen. Dann kommst du eigentlich durch. Nee, nee, lauf nicht an die Tides ran. Hier in der Mitte kannst du durchlaufen. Hier die Bombe nehmen wir mit. Einfach in die Gruppe rein. Wall, Ding an. Haben wir nichts geaddet. Nur die kleine Bombe, das sieht gut aus. Boah, das ist nur Leben darf. Weil mehr als die dürfte man nicht brauchen. Also gut, das, die sind mehr als... die sind mehr als die 4%, was man... Oh, bitte, der Heiler soll jetzt einfach nicht krepieren. Ich glaube, der bleibt immer in der Scheiße stehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich kann mich mit meinen CD-Sachen selber heilen, tatsächlich. Aber hier hast du ja ziemlich viel Void-Geschichte und da droppt der Heiler mal übelst runter. Hier oder an so Kriecherminen. Ah, so, nächste Heilung. Ja, wenn ich mit beiden Heilungsdingen spiele, ist halt schon echt stark, ne? Jetzt kann ich auch nochmal eine Wall ziehen. Einfach nur, weil ich sie rum... Wir können sogar Double Chest machen, ne? Obwohl wir halt die ganze Zeit so verkackt haben eigentlich. Ja. 3 Minuten müsste eigentlich reichen für den Boss. Heiler Mana. Sitzt da. 3, 2, 1. Ja, potte ich jetzt nicht, keine Ahnung. Lass mal schauen. Das ist halt kein Boss-Buff, ne? Eigentlich easy. Warte, wo sind die Dinger? Hier und da hinten. Boss hier hoch, da müssen wir nicht ausweichen. Mal safe. Ach, geht der halt in die Richtung. Wo sind die Köpfe? Kommen sie? Einmal quer und wahrscheinlich unten runter. Na super, jetzt kann ich den Boss nicht ziehen, ne? Was ist denn dahinter? Ja, an der Worry, ne? Volle Lotze. Wollten es wissen. Ja, oh, wer kriegt das Ding ab? Ah, auf mir ist es, okay. Okay. Ah, hier. Kommt ein bisschen schneller runter, als ich dachte. Okay, der Mage hat's, der checkt auch, was er tun muss. Gut, ich gehe davon aus, ne, wenn die Leute alle irgendwie einen Score um 1500 oder höher... Alter, hat er sich eben wegscheppern lassen? Also die Battle Rats, die gehen voll ganz schön gut auf den Heiler, ne? Also an Shepard Damage ist der Typ ganz weit oben. Hier. Also sich weg Shepard Damage. Da ist er ganz weit oben, der Typ. Okay, der Boss muss da raus. Ich kann jetzt nochmal mit Dings durchziehen. Wir haben noch 1 Minute, ne? Alter. Also der Typ... Jedes Mal, wenn es irgendwas an Cleave-Damage gibt zum Fressen, dann kannst du sicher sein, dass der Heiler das mitnimmt, ne? Er überlebt zwar gerade immer so,
Aber der Heiler ist immer der, der Lowdroppt. Fast aber HPS pushen will, indem er sich selber mal Lowdroppen lässt. Warte mal, ist diese Expo nicht auch was du dispellen musst? Tatsächlich, das wird halt wieder eine Double Chest mit einer random Gruppe. Obwohl wir das halt. Die Woche ist halt echt easy, ne? Die Woche ist halt richtig easy. Sich gekriegt. Mit Vermeidung. Tempo Mastery. Das könnte tatsächlich sogar besser sein. So. Die hat 435er Tally gekriegt. Naja, die ist nicht so geil. Ein Haufen Zeug drin. Ah, schau mal, wir haben eine Ingi. Der Mage war gut, muss ich echt sagen. Der Mage hat echt gescheppert. Na ja, gut, der hat auch einen 2-5er Score letzte Season gehabt. So, okay. So, dann sind es nur noch zwei Instanzen. Seht ihr mal an. Double Chess gemacht, easy. Hey Anti, grüß dich. Ah, ich mach grad bisschen M+, hab mir so verschiedene Random Gruppen Keys, die ich halt noch brauche. Bis jetzt läuft's, ne? Ich habe zwei Random Gruppen gemacht und zweimal eine 15er getoo-chested. Also geht ganz gut. So,